it's gentlemen, on the right hand side, you will see the largest mobile piece of art on the planet. It was put in pictures by a young German artist named Leon Löwenthal. Sichtbare Zeichen der Kunst sind in diesen Zeiten rar gesät. Umso mehr Aufsehen erregt seit heute eines der größten mobilen Kunstwerke der Welt, das sogenannte Global Gate. Ich hatte dann damals in Düsseldorf in der Schule die ganzen Kinderfotos geschossen, als ich sie gefragt habe, was ist für dich Zukunft? Stellen wir die Zukunft so vor, dass alle friedlich miteinander leben. Das ist die Welt schöner. Ich glaube, das Plastik sollte weg. Ich stelle sie mir sehr großartig vor. Dass Frauen auf der ganzen Welt die gleichen Rechte wie Männer bekommen. Als sie über ihre Träume, Visionen, Wünsche, über ihre Berufung nachgedacht haben. Diesen Moment habe ich festgehalten und in die Innenseite des Global Gates platziert, weil das die Stelle sein wird, wo man durchgeht und an Zukunft denkt. Für uns ist es nicht so schwer, durch ein Global Gate zu gehen und sich die Zukunft vorzustellen. Aber das Global Gate kommt ja auch in Länder, wo es ungleich schwerer ist, wo vielleicht Visionen und Träume erst geweckt werden müssen. In einer idealen Welt sollten alle Kinder die Möglichkeit haben, ihre Träume erfüllen zu können. Und um diesem Ziel näher zu kommen, brauchen wir ein Symbol, was nicht zu übersehen ist. Man geht durch ein Tor in eine positive Zukunft. Der tiefe Wunsch, dass man durch Kunst etwas anstoßen kann. Und Kunst ist ja dafür da, um auf Probleme aufmerksam zu machen, um Lösungen zu finden. Kunst ist dafür da, um Menschen den Spiegel vorzuhalten. Und Kunst ist auch dafür da, um weiter zu denken, als man es vielleicht aus dem Alltag kennt. Das Global Gate ist ein Kunstobjekt, was weltweit auf Tour geht. Wir haben hier 144 Tonnen stehen. Hier sind 980 Meter Aluminiumprofil verbaut worden und 1500 Quadratmeter PVC-freies Banner, das mit lösemittelfreien Farben gedruckt worden ist und die höchsten Umweltauflagen hat, die man sich für so ein Material vorstellen kann. Alles, was zu dem ganzen Konzept des Global Gates dazugehört, befindet sich in einem einzigen Container, der durch die Welt geschickt wird. Die Vereinten Nationen hat in seinem Agenda 2030 17 konkrete Ziele definiert. Bei den Zielen geht es um die Bekämpfung von Armut, um Stärkung der Wohlstand und Gesundheitswesen, um menschenwürdiges Arbeiten, um wirtschaftliches Wachstum, um innovatives und nachhaltiges Industrialisierung und um Eindämmung von Klimawandel. Das Global Gate steht am Frankfurter Flughafen. Und von hier aus startet es in die Welt.